Bonjour, mon ami! Ich habe letztes Mal noch ein Bild gemalt, das ich euch gar nicht gezeigt habe. Nämlich hier so ein Punk habe ich gemalt, damit die Punks endlich mal auch was mögen. Aber ich habe es irgendwie nicht in mein Video gekriegt. Nein, das ist nicht für dich, Benjamin, das ist für die Punks. Ich will wissen, was die Punks davon halten. So, und ich möchte heute auf jeden Fall, dass dieser blöde Kritiker endlich kommt. Der hat ja auch irgendwie schon mal von uns irgendwie was erzählt, hat uns zumindest schon mal irgendwann gesehen gehabt. Und für den müssen wir auch jetzt irgendetwas malen. Und ich möchte irgendwas Cooles malen, und da ich in letzter Zeit sehr viel Smash spiele... Leute, kauft euch Smash. Smash ist ein sehr schönes Spiel. 281, George, was ist mit dir los? Aber eigentlich, ich will das eigentlich den Punk entgeben. Aber 281, echt viel. Ja, dann nimm mit. Ich bin ein neues Gesicht der Kunstszene. Und ich bin in aller Munde. Cool, da kommt bestimmt bald der Kritiker. Ich möchte nämlich heute umziehen. Wir wollen endlich ein besseres Leben haben als in unserer blöden Garage. Und das ist unser Ziel heute. Und dafür müssen wir eine sehr schöne Bild malen tun. So, und wir fangen an, weil ich so viel Smash spiele, mit einer Smash-Map, beziehungsweise wir versuchen einfach mal eine Art Smash-Map zu kreieren. Dafür brauchen wir erstmal die obligatorischen drei Plattformen. So, die fliegen hier nämlich rum. Das Blaue ist nämlich in Wirklichkeit der Himmel. So, das sind so kleine Plattformen. Und die sind auch mit Gras bedeckt, Leute. Da ist richtig Leben drauf auf den Plattformen. Und auf dem einen ist dann noch ein wunderschöner Baum. Wie wär's denn damit? Wie macht man Bäume, ist die Frage. Wir können entweder so einen ganz normalen Baum machen, der keine Wurzeln hat. Die sieht man ja sowieso nicht. Ich frag mich, warum man immer diese Wurzeln malt als Kind. Also wisst ihr, dass das dann so ein Baum ist irgendwie? So habe ich früher mal Bäume gemalt. Da wir sehen Bäume in Wirklichkeit gar nicht so aus. Okay, wir malen einfach mal zwei Bäume, was auch immer. Und da sind richtig coole... Na, wir brauchen vielleicht noch ein paar Äste dazwischen. Weil sonst sieht das komisch aus. Oh, ich glaube, das wird ein zu großer Baum. Aber das ist okay, Leute. Damit können wir leben. So, einfach ein bisschen die Baumkrone machen. Und drumrum kommen dann ganz viele Kirschblüten. Ja, Kirschblüten. Blub, 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 blub. Alles voll damit machen. Na, dafür ist das Spray vielleicht ganz cool, oder? Vielleicht ein bisschen grün. Dass da vielleicht noch ein paar Blätter dazwischen sind. Man erkennt das Grün halt gar nicht. Hui! Okay, das ist auch schon okay. Und im Hintergrund fehlt noch irgendwas. An sich sind wir nämlich schon fertig. Aber im Hintergrund malen wir einfach noch unseren Weltraumfuchs. Der strahlt wieder seine ganze Wärme auf das Universum ab. Ja! Ich bin der Weltraumfuchs. Wer nicht weiß, was ich mit dem Weltraumfuchs meine, dann müsst ihr nochmal den letzten Part gucken, wo ich die Wahrheit gemalt habe. Nichts als die Wahrheit. Und dann sind hier natürlich noch die Kämpfer von Smash. Hier, da haben wir Mario. Ist doch ganz klar Mario. Aber er ist böse. Mario ist nämlich ein böser Dude. Und er kämpft gegen... er kämpft gegen ein Pikachu, natürlich. Gegen ein ziemlich vermenschliches Pikachu, aber es ist ein Pikachu, Leute. Okay, fertig, fertig. Hier, Smash. SSBU. Super Smash Bros. Ultimate, sieht man doch. So, easy peasy. Hashtag Werbung, Hashtag kauft euch alle Nintendo-Spiele der Welt, weil Nintendo cool ist. So, ich hoffe, jetzt kommt irgendwann noch mal der Kritiker, das wäre toll. Der will das bestimmt wieder haben, ne? George, du willst das wieder kaufen. Aber George kauft immer alles, aber der gibt halt auch so viel Geld dafür. Guck mal, 609, er will immer alles haben. Dieser Künstler scheint etwas von seinem Handwerk zu verstehen. Ja, das ist richtig, ist ja auch ein sehr schönes Bild. Und du bietest mir auch echt viel Geld dafür an, aber... Eigentlich habe ich noch genug Geld. Ich möchte eigentlich ein Starlight. Ja, komm, hier, nimm... Meine Bilder gehen immer zu schnell weg. Jemand Wichtiges plant einen Besuch. Oh, 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 oh. Und die Hipster veranstalten ein Meeting. Oh Gott, hier der Kritiker kommt. Wir müssen ein gutes Bild malen. Oh Gott, das ist ein gutes Bild für einen Kritiker. Okay, wir müssen schnell sein, sonst habe ich hier kein Bild für den Kritiker. Wir malen jetzt nochmal ein Pikachu. Oh Gott, hoffentlich wird das besser als eben. Aber der mochte ja eben anscheinend auch Pikachu. Wir werden jetzt mit Pikachus berühmt, Leute. Pikachu habe ich früher auch immer in der Schule gemalt. Ach Mann, Pikachu, was ist mit dir los? Wieso guckst du so hoch, hä? Ein debiles Lächeln. Und dann müssen wir natürlich noch seinen Körper malen. Das ist ja eigentlich nur ein Oval. Ja, ist vielleicht ein bisschen ein Känguru geworden, aber... Oh Gott, diese Füße. Nein, okay, die müssen süßer sein, Leute. Wir malen einfach kleine Stupsfüße. Kleine Stupsfüße sind immer die besten. Und ich glaube, ich habe eben Pikachu falsch gemalt, oder? Ich glaube, sein Schwanz ist gelb hinten und vorne ist der, glaube ich, braun. Ich glaube, der ist tatsächlich so rum. Hey, jetzt bin ich mir selbst nicht mehr sicher. Ist das hinten braun oder ist das vorne braun bei Pikachu? I don't know. Okay, aber das langt mir noch nicht. Irgendwas fehlt hier noch. Gut, ich würde sagen, wir malen hier einfach noch einen Pokéball hin und den hält er dann fest. Ja, ist ein sehr hässlicher Pokéball. So, das ist dann für den Kritiker. Ich hoffe, ihm gefällt's. Ich hoffe, das sind ihm nicht zu wenig Farben. Das wäre nämlich blöd. Pikachu. So, ah, das Bild gefällt mir aber nicht. Wir müssen schnell noch andere Bilder malen. Irgendwas für den Kunstkritiker, damit er schön viel Auswahl hat. Hier, Purr, Purr und Chakapu. Tau. Das ist auch ein schönes Bild, oder nicht? So ein bisschen... Abstrakte Kunst, Leute, abstrakte Kunst. Einfach ein paar Striche machen. So, wir brauchen einfach ein paar Bilder hier. Striche.
So, was können wir noch malen? Was kann dem Kritiker denn gefallen? Vielleicht ein, ich gucke in letzter Zeit sehr viel Greatest Showman. Ich habe mir das auf Blu-ray gekauft und habe den Film jetzt locker 6-7 Mal geguckt. Wenn ihr Greatest Showman noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr den auf jeden Fall auch gucken. Das ist ein sehr, sehr cooler Film. Ich mag den richtig. Oh, guck mal. Guck mal, die gefällt endlich mal was. Sie liebt es. Ja, nimm mit für 9. Eine Punkerin mag mal, was ich mache. Das ist toll. Ich glaube, eine Punkerin hat noch nie irgendwas von mir gekauft. Ah, vielleicht mögen die lieber diese abstrakten Sachen, wo man nicht so viel Energie reinsteckt. Das kann natürlich sein. Okay, aber auf was ich hinaus wollte, da gibt es Hugh Jackman, der jetzt auch auf Welttournee geht. Ja, ich mache heute nur Werbung für Leute und für Spiele und so. Und der spielt da so einen Zirkusdirektor, beziehungsweise den ersten Zirkusdirektor überhaupt, den es jemals gab, P.T. Barnum nämlich. Und deswegen will ich den jetzt auch irgendwie malen. Vielleicht habe ich ihn ein bisschen zu klein gemalt. Könnte schon fast der Schrei sein, den ich hier gerade versuche zu malen. Aber eigentlich möchte ich P.T. Barnum malen. Er hat so einen roten Anzug an. Ich weiß nicht, ob er auch noch irgendwie ein Cape oder sowas hatte. Wir können ihm da hier so ein Cape hinmalen, warum nicht? Und da ihm seine Arbeit so gefällt, grinst er natürlich. Yeah, ich finde meine Arbeit ganz toll. Und als guter Zirkusdirektor hat er natürlich auch einen Zylinder auf. Tada. Hallo, ich bin P.T. Barnum und ich habe einen Zirkus. Yeah. 457. Dieser Steve und George und wie die alle heißen, die möchten immer richtig viel Geld dafür ausgeben. Aber wenn dem das gefällt, dann gefällt das auch locker dem Kunstkritiker, Kunstschmickiker, dem Grunzi-Dunzi. Ja, das ist mein P.T. Barnum. Oh, und ich weiß gerade, was mir beim Pikachu fehlt. Seine Striche hier vorne. Oh, deswegen hat irgendwas gefehlt, ich wusste es. Komm, wir kriegen noch ein paar Haare, damit er nicht so frieren muss. Also ja, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken, ist ein sehr cooler Film. Ich mag den richtig gerne. Wird jetzt auch in Bremen irgendwie an Silvester gezeigt. Müsste ich allerdings eine Stunde hinfahren, damit ich da bin. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe den nämlich leider nicht im Kino sehen können, weil ich, als er im Kino war, in Japan war. Voll sad. Und dann musste ich den jetzt auf Blu-ray gucken. So, finde ich gar nicht so schlecht. Kunstkritiker, komm bitte her. Wieso sage ich immer Grunzt? Der Schweinekritiker kommt irgendwie recht spät. Der braucht ganz schön lange. Muss ich erst noch eine Sache verkaufen? Aber guck mal, Steve und so gefällt das richtig. Sie wollen mir richtig viel Geld dafür geben. Aber ich brauche doch was für den Kunstkritiker. Oder ist das einer von denen? Ich glaube nämlich nicht. Nein, lass meine Bilder hier. Okay, dann machen wir noch ein kleines Bild, solange wir noch warten. Wir machen erstmal den Hintergrund. Dann ist hier so ein Berg. Und da bald Weihnachten ist, habe ich mir überlegt, malen wir doch einfach mal den Weihnachtsmann. Ein dicker, fetter Weihnachtsmann hier, ein dickes, fettes Gesicht. Und dann hat er natürlich einen runden Bauch. Und fährt hier runter mit seinem Schlitten nämlich. Hui, das macht einen Spaß. Und er ist auch ein sehr glücklicher Weihnachtsmann. Yeah. Dem Weihnachtsmann fehlt natürlich noch was. Und zwar der Weihnachtshut. Ich glaube, ich mal das immer alles viel zu dick hier. So, er hat natürlich auch noch Schuhe an und eine Bommelmütze. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, natürlich, der Bart. Sein Bart habe ich vergessen. Den können wir natürlich nicht vergessen. Ein schöner Rauschebart, so ein klassischer Gronkbart. Aber der geht auch über den Mund, ne? Okay, dann können wir seinen Mund leider nur so ganz wenig sehen, wie er da ein bisschen drüber lächelt. Obwohl, nee, eigentlich muss der Mund in den Bart rein. Und es muss natürlich auch ein bisschen schneien, denn das ist ja das Schöne am Winter, dass es immer überall schneit. Nicht so wie hier in Deutschland momentan. Weihnachtszeit ohne Schnee ist irgendwie sehr komisch. Das war auch in Argentinien damals komisch. Da hat man irgendwie Weihnachten am Strand verbracht. Weil da ist die Weihnachtszeit ja wirklich im Hochsommer. Im Hochsommer feiern die da Weihnachten. Das war sehr strange. So, der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten. Wie er sich freut. Ja. Yeah. Endlich mal keine Tiere missbraucht für seinen Schlitten hier. Das ist aber auch ein Schlitten, wo er keine Geschenke austeilt. Das macht er einfach so zum Ende seiner Freizeit. Weihnachtsschlitten-Paradies. Yeah. So, und jetzt warten wir auf den Kunstkritiker. Dass der aber auch einfach nicht ankommt. Okay, komm, wir malen nochmal was für die Punkerin. Vielleicht gefällt es ihr ja, wenn ich in ihren Farben ein bisschen was male. Aber die ist einfach nur lila. Hat sie sonst noch irgendwas? Komm, da malen wir hier. Ich weiß auch nicht, was ich hier male. Wir malen einfach mal. Und was hat die sonst noch so für Farben? Die hat hier noch so ein komisches Grün. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß es doch selber nicht. T. Dann können wir hier noch ein S hinmalen. Und dann ein bisschen Rot da reinbringen. Ja, das ist hübsch. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber abstrakte Kunst ist doch immer hübsch. Striche und zwei Kugeln.
So, aber jetzt muss der Kunstkritiker mal wirklich kommen. Jetzt haben wir so eine tolle Kollektion hier und trotzdem kommt der Kunstkritiker nicht. Was ist denn los mit ihm? Er hat doch gesagt, er will doch herkommen, hat er gesagt. Ich dachte, er will kommen. Oder haben wir uns zu viel Zeit gelassen dafür, dass er kommt? Müssen wir vielleicht doch was verkaufen, damit er kommt? Aber ich möchte ihm doch so viel Auswahl geben wie möglich. Okay, komm, wir malen noch einmal kurz diesen Baguette-Typen hier. Sir, hallo Baguette-Typi, warte, ich muss dich doch malen. Ah, er hat einen Schnauzbock, okay, das habe ich noch gesehen. Dann hat er so eine Baskenmütze auf. Ich glaube, er hatte so einen Kunstschnauzer. Ja, dann nimm dein Petey Barnum mit für 500, meine Güte. Und er hat einen gestreiften Pullover an, das habe ich noch gesehen. Ich glaube fast, er war tatsächlich schwarz-weiß gefärbt. Und nicht weiß-schwarz. Er freut sich des Lebens mit seinen mit seinen Stachelhänden. Und da er natürlich auch Künstler ist, kriegt er auch noch einen Pinsel in die Hand. Er ist auch Künstler. Künstler müssen sich gegenseitig unterstützen und er weiß Bescheid. Kann natürlich auch eine Eistüte sein. Yum, yum, yum. Oh, das ist lecker. Wow. Ja, hier, nimm Pikachu mit. Jetzt habe ich nichts mehr für den Kunstkritiker. Und er steht natürlich, so wie wir, in einer Garage. Wir deuten das nur an, dass das hier unsere Garage sein soll. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Oh, und seine Baguettes habe ich auch vergessen. Nein. Le Baguette Chamette. Jagmet. Le Baguette Jagmet. Wieso ist die Musik aufgehört? Oh Gott, was passiert? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist hier los? Oh Gott, da ist der Kunstkritiker. Oh mein Gott, und der guckt hier noch hinterher. Ja, schieb mich weg. Ist vollkommen okay. Nein, nicht den Weihnachtsmann. Nein, den wird er nicht gefallen. Der Kritiker, nein. Ich verstehe. Was verstehst du? Nein, geh nicht einfach weg. Hallo? Oh Gott, davon hängt mein Leben ab. Meine künstlerische Karriere. OMG, was passiert? Das war nicht für dich. Oh nein. Ein Hauch von Leben. Weihnachtsschlittenparadies von Passepartout. Ich hörte erst vor kurzem von Passepartout. Ein verschrobener junger Künstler mit einer Leidenschaft fürs Wachstum. Als ich durch von Kriminalität durchgangene Gassen lief, umarmte ich die Luft aus innerem Kampf, bevor mich das Werk auf dem Tisch gefangen nahm. Schon vom Weiten erkannte ich die Handwerkskunst. Als ich mich dem Werk näherte, fiel mir die Kinnlade herunter und als ich dichter herankam, kündigte sich so etwas wie Frieden. Bei eingehender Betrachtung sah man faszinierende Details von Braun. Wo ist denn da Braun? Ach, der Schlitten! Von Braun, die im Kontrast standen zu einer Fülle von Dunkeltürkis. Das erinnerte mich an mich selbst. Der Einsatz von Blau verleiht ein schwermütiges Gefühl von Gelassenheit. Zusammengefasst ist Weihnachtsschlittenparadies eine gute Leistung. Nur eine gute, nur eine 2? Nein, ich wollte doch der beste Künstler der Welt werden. Passepartout besitzt viel Potenzial. Ich kann meinen Lesern nur empfehlen, Passepartout zu besuchen. Der Kritiker. Meister Dein. Meister Dein. Oh, was? Nein, ich habe mein Bild nicht verkauft. Nein, mein Ausstellungsstück. Mein Bestes! Okay, wir haben es in Akt 2 geschafft. Dem Kritiker hat es anscheinend gefallen. Ja! Wir haben ein eigenes Museum-Ausstellteil. Und wir haben ein neues Werkzeug. Warte, guck ich nochmal kurz an. Was haben wir für ein Werkzeug bekommen? Ah, jetzt malen wir damit so ein bisschen schlängellinienartig. Okay, das finde ich ganz cool. Damit kann man dann bessere Kurven zeichnen. Okay, ja, cool. Dann würde ich sagen, was ist aber für diese Folge? Wir malen hier dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. So wie dem Kritiker das Weihnachtsschlittenparadies gefallen hat. Aber jetzt ist das Bild leider weg. Ich hätte das hier gern aufgehangen. Und deswegen, Leute, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Dizzy. Tschüss.